Der Block heißt jetzt lineare, reale Spannungs- und Stromquellen. Oft sagt man dazu auch nur reale Spannungs- und Stromquellen. Das hat sich irgendwie eingebürgert, wenn man reale Spannungs- und Stromquellen, dass man genau dieses Ersatzmodell meint, mit nur einem Widerstand, wobei man darüber streiten kann, weil halt, wenn ich eine Batterie habe, dann gibt es noch viel, viel aufwendigere Möglichkeiten, die halt noch besser zu beschreiben. Aber meistens, wenn man irgendwo liest, reale Spannungsquelle, reale Stromquelle, dann meint man einfach nur sowas hier. Und wir wollen diese beiden Dinge jetzt getrennt untersuchen und dann wollen wir uns anschauen, was die Gemeinsamkeiten sind zwischen diesen beiden Arten von Quellen. Und ich glaube, wenn man es noch nicht weiß, was dann das Ergebnis ist, dann ist es überraschend. Wenn man es schon weiß, wenn man das Skriptum vorgelesen hat, dann ist es jetzt fad, was kommt. Gut, also wir schauen uns an die Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand. Im Grunde ist das das Bild, was ich gerade vorher gezeichnet habe. Meistens zeichnet man so, wie ich es vorher im Flipchart gehabt habe, dass man diesen Innenwiderstand liegend zeichnet. Ich habe den jetzt hier bewusst stehend gezeichnet, damit man sieht, dass der einen Spannungsteiler mit diesem äußeren Widerstand hier bildet. Nicht? Also ihr erinnert euch, wie zeichnet man einen Schaltplan schön in Bezug auf die Spannung, dass man dann sagt, Spannungen sollen von oben nach unten abfallen. Und wenn ich das so mache und dann immer überlege, was ist denn der Spannungsabfall an diesem Widerstand, dann ist das so ein Pfeil, der hier von links nach rechts geht. Und das ist irgendwie dann nicht so hübsch, wenn man hier einen Pfeil einzeichnen kann, der von oben nach unten geht. Gut, und ich überlege mir jetzt, wie ich dieses Ding hier beschreiben kann. Und dazu kann ich jetzt zwei Formeln hier aufstellen. Und da schreibe ich gleich, folgende Formeln sind unmittelbar ersichtlich aus diesem Schaltplan. Ich werde trotzdem ein bisschen drauf eingehen, warum ich finde, dass diese beiden Formeln unmittelbar aus dem Schaltplan ersichtlich sind. So, was ist denn die Ersatzschaltung für die Serienschaltung von R1 und RL? Also meinem Innenwiderstand und meinem Lastwiderstand. Ein Widerstand mit dem Widerstandswert R1 plus RL, genau. Das heißt, wenn ich IL berechnen möchte, dann nehme ich mir einfach diese Spannungsquelle an diesem Ersatzwiderstand. Und dann nehme ich meine Formel, ohmsches Gesetz, und das ist U ist R mal I, oder man kann es eben anders anschreiben, nicht? Man kann sagen, I ist U durch R, und das R in diesem Fall ist einfach die Serienschaltung von diesen beiden Widerständen. Und damit habe ich eigentlich schon meine erste Formel. Ich sage hier, I ist U durch R, und das I ist eben dieser IL. Es gibt hier nur einen Umlauf, das heißt, wir haben hier nur einen Strom. Egal, wo wir Strom messen, das ist immer dieser IL. Und das ist U. Und das U ist in dem Fall U1, weil das ist die Spannung, die abfällt an dem Summenwiderstand dieser beiden hier, durch R. Und R ist eben R1 plus RL, weil wir einen Ersatzwiderstand bilden für diese Serienschaltung. Okay, also das ist die erste Formel. Die zweite Formel ist einfach nur die Überlegung, dass bei einem Spannungsteiler der Spannungsabfall proportional zum überbrückten Widerstandswert ist. Das haben wir uns im Grunde schon überlegt, wie wir die Serienschaltung gemacht haben und wie wir dann eben den Spannungsteiler berechnet haben. Da haben wir gesagt, das ist ja genau ein Strom, der durch das durchfließt. Und wenn dieser Strom quasi durchs eine durchfließt, fällt quasi eine Spannung ab, die proportional ist zu R1 und diesem Strom. Nicht? U ist R mal I. Und wenn dieser gleiche Strom durch einen zweiten Widerstand fließt, und dieser zweite Widerstand ist zum Beispiel doppelt so groß, dann wird dort doppelt so viel Spannung sein. Und jetzt kann ich natürlich in diesem einen Strom auch hergehen und nicht nur quasi untersuchen, wie ist denn jetzt der Spannungsabfall an dem Widerstand und wie ist der Spannungsabfall an dem Widerstand, sondern ich kann auch anschauen, wie ist denn der Spannungsabfall durch den Summenwiderstand, durch beide. Und das muss immer in der gleichen Relation zueinander stehen. Und der Proportionalitätsfaktor der ist dann natürlich immer das I, aber ich kann das zusammenfassen, indem ich einfach das Verhältnis von UL, also dieser kleineren Spannung hier,
zu I1, also der größeren Spannung hier, das muss natürlich gleich sein, dem Widerstandswert, der zu dieser Spannung gehört und dem Widerstandswert, der zu dieser Spannung gehört. Das heißt, das Verhältnis von UL zu 1 ist das Verhältnis von RL zu dem Gesamtwiderstand. Und da haben wir wieder R1 plus RL. So komme ich auf diese beiden Formeln. Gut. Und dann kann ich das nehmen und ich kann das einsetzen. Und kann man jetzt machen, wenn jemand möchte. Aber was mich interessiert ist, was ist denn das für eine Art von Formel? Ja, ich tausche nur Variablen aus. Wenn man das hier sieht, wie nennt man das? Eine geraden Gleichung, genau, eine lineare Funktion. Und jetzt können wir uns überlegen, indem wir einfach Koeffizientenvergleich machen, welcher dieser Größen ist was. Naja, das UL, das ist mein Y. Was ist das K? Ja. Und das ist unser U1. Gut, das heißt, wenn ich jetzt ein Diagramm zeichne und in diesem Diagramm sage ich hier IL und da sage ich UL. Wie finde ich jetzt raus, wie ich diese Gerade zeichne? Wir wissen, es ist eine Gerade, weil wir gesagt haben, das ist die Geradengleichung. Also wir machen uns da jetzt keine Gedanken drüber. Aber wie finde ich jetzt raus, wie diese Gerade in diesem Bild verläuft? Ja, U1 ist dann Y-Achsenabschnitt. Genau, also man versucht, also der Ansatz ist quasi zwei Punkte zu finden. Und wenn ich zwei Punkte habe, dann ist meine Gerade eindeutig definiert. Dann brauche ich die eigentlich nur noch so mit Lineal anlegen durch einen geraden Strich verbinden. Und wir versuchen halt möglichst triviale Punkte zu finden. Und ein trivialer Punkt ist natürlich, wenn ich dieses IL auf 0 setze. Weil dann fällt dieser ganze Term weg und dann ist Y gleich D oder UL gleich U1. Das heißt, wir wissen, im stromfreien Zustand werden wir die Spannung am Ausgang, eine Spannung am Ausgang sehen, die gleich ist der Spannung innen in dieser Schaltung. Und das macht ja total Sinn, nicht? Also wenn wir hier stromfrei sind, kann keine Spannung abfallen an dem R1. Das heißt, wir müssen von außen die Spannung sehen von unserer Spannungsquelle innen drinnen. So, also ich sage hier U1. Was ist denn der zweite Punkt, den ich jetzt sinnvollerweise wählen werde, damit ich eine Gerade bekomme? Dort, wo y0 ist. Genau, und wo ist y0? Dort, wo kx gleich minus d ist. Und dann kommen wir auf dieses Bild hier. So. U1 durch. So. Nicht, dann hebt sich das genau auf diese beiden Terme. So, und dann ich versuche eine gerade Linie zu zeichnen. Das ist die größte Challenge heute. Bin ganz zufrieden mit mir. So, was ist die Steigung von dieser Linie hier, von dieser Geraden? Ja, und K ist? Minus R1. Genau. Minus R1 ist die Steigung und die ist eben in dem Fall negativ, also R1 ist positiv. In der Regel rechnen wir mit positiven Widerstandswerten. Und minus R1 heißt dann halt, dass die abfällt. Macht auch aus der Anschauung irgendwie Sinn, nicht? Wenn wir so eine Quelle haben und wir wollen von der sehr viel Strom haben, dann bricht halt die Spannung im Laufe der Zeit zusammen. Und dann gibt es quasi irgendeinen Punkt. Was ist denn dieser Punkt hier? Was habe ich da mit der Schaltung gemacht? Wenn die Spannung 0 ist am Ausgang. Dann habe ich es kurz geschlossen. Genau, also diesen Punkt hier, das nennen wir Kurzschlussstrom. Wie viel Strom kann diese Quelle liefern,
weil wir den Ausgang kurz schließen. Und mehr geht nicht. Also, außer ich schließe dann außen noch so umgekehrt eine Spannungsquelle an. Dann könnte ich irgendwie noch mehr, aber das mögen die wenigsten Spannungsquellen. Also, aber diesen Punkt hier in diesem Diagramm, den nennen wir Kurzschlussstrom. So, was haben wir hier? Was ist die Entsprechung von diesem Punkt in unserem Diagramm? Der Lastwiderstand ist unendlich, genau. Oder, wie könnte man das noch ausdrücken? Wie mache ich einen unendlich großen Widerstand? Gehe ich da ein Sortiment und hole einen unendlich großen Widerstand raus und den schließe ich dann an? Nein, sondern was schließe ich an? Nichts, genau. Also das ist so der Leerlauf. Also wenn wir nichts anschließen, dann reden wir vom Leerlauf. Und das ist die Leerlaufspannung. So. Gut. Was ist einer Spannungsquelle lieber? Leerlauf oder Kurzschluss? Leerlauf. Warum ist dir der Leerlauf lieber? Das ist ein kleiner Vorgriff auf das nächste, auf den nächsten Block, den wir erst in einem Monat machen. Weil beim Kurzschluss, also die Leistung ist proportional dem Strom und wenn da ein hoher Strom fließt, entsteht die Wärme. Ja, aber wo entsteht die Wärme? In der Batterie. In der Batterie, genau, weil da ist keine Leistung. Nicht? Leistung ist I mal U, da ist kein U, da ist keine Leistung am Ziel. Aber es ist Leistung in der Batterie oder in der Quelle und die wird heiß. Und irgendwann fängt sie an zum Stinken und dann geht sie meistens nicht mehr. Also Kurzschluss mögen Spannungsquellen in der Regel nicht. Es gibt welche, die können das. Also wenn man ein Netzteil kauft, so ein Labornetzteil, das quasi für Experimente und diese Dinge gedacht ist, dann liest man in der Spezifikation häufig, dass die kurzschlussfest sind. Das heißt, ich darf die kurz schließen und die müssen das aushalten. Aber wenn ich irgendwie so ein kleines 5-Euro-Steckernetzteil nehme und ich schließe das kurz, dann kann es sein, dass das vielleicht nicht unbedingt zum Brennen anfängt, da kann es sein, dass das irgendwelche CE-Vorschriften gibt, dass das quasi nicht explodieren darf, aber dass es kaputt wird, das ist schon okay. Also das ist quasi innerhalb der Sicherheitsnormen. Und wenn es aus China kommt, würde ich mich auch nicht darauf verlassen, dass es nicht anfängt zum Brennen. Also okay, also jetzt haben wir quasi diese reale Stromquelle, wie wir es genannt haben, die lineare reale Stromquelle, haben wir, glaube ich, charakterisiert. Wir haben jetzt ein Bild und wir können uns quasi vorstellen, wenn wir mehr Strom haben, dann wird die Spannung weniger und wir können uns sogar ausrechnen, indem wir einfach die Formel da oben nehmen. Da kriegen wir für jeden beliebigen Stromwert einen Spannungswert oder auch umgekehrt heraus. Gar kein Problem. Gut, Frage zu dieser idealen, also zu dieser realen Spannungsquelle, linearen, realen Spannungsquelle. Dann schauen wir uns das Gegenstück an, die lineare, reale Stromquelle. Wir machen genau das Gleiche. Also wir ändern unsere Strategie nicht. So schaut die aus. Wir haben wieder einen Innenwiderstand, der heißt jetzt R2, also zweites Beispiel. Diesmal haben wir keine innere Spannungsquelle, sondern eine innere Stromquelle, weil wir jetzt von der linearen, realen Stromquelle reden und die hat dann eben hier noch so einen Parallelwiderstand und da draußen haben wir dann die Last. Und jetzt können wir uns wieder überlegen, wie verhält sich der Strom und Spannung zueinander, indem wir genauso wie vorher Kirchhoff anwenden und das Ohmsche Gesetz anwenden und dann kommen wir auf diese beiden Gleichungen und dann kann ich die ineinander einsetzen und dann komme ich eben wieder auf eine geschlossene Formel für dieses Ding. Woran erinnert uns diese geschlossene Formel? Ich schreibe wieder was hin. Ich schreibe wieder hin, y ist gleich k
x plus d. So, und ich behaupte jetzt, das ist wieder genau das gleiche Spielchen wie vorher. Das y ist mein UL. So. Das k ist 1. Was ist denn das x? Ja, ist nicht richtig. Was war das x hier? Ah, ich soll nicht vom Mikrofon danken. Ja, wenn du das so deutest, okay. Ich versuche nicht vom Mikrofon zu knacksen. Also wir wollen da ein Diagramm zeichnen, so wie dieses natürlich. Wo wir irgendwie die Spannung am Ausgang und den Strom am Ausgang in Relation zueinander setzen. Das heißt, die beiden größten, die wir betrachten, ist die Spannung an meiner Last, UL, und den Strom durch meine Last, IL. Und nachdem wir wieder so ein Bild konstruieren wollen, sage ich jetzt, das x ist auch hier IL. Was ist dann das k? Minus R2. Vorher war das k minus R1, jetzt ist das k minus R2. Einfach nur, weil wir in der vorigen Schaltung ein R1 hatten als Innenwiderstand. Und jetzt heißt unser Innenwiderstand halt R2, weil wir halt sagen, das ist eine andere Schaltung, die hat möglicherweise einen anderen Innenwiderstand. Und was ist unser D? Die Dimension von dem Y ist eine Spannung. Das heißt, die Dimension von dem D muss auch eine Spannung sein. Und wenn wir einen Koeffizientenvergleich machen, haben wir ja minus R2 mal IL. Das wäre dieser Term hier. Das heißt, das hier wäre unser D. Also, I2 mal R2. Gut, wir versuchen ein Bild zu zeichnen zu dem hier. Was würde ich machen, damit ich zu diesem Bild komme? Was sind die Werte, die ich da einsetzen werde? Ja, U ist 0, damit kann man also UL ist 0. Das heißt, ich habe dann irgendwo hier einen gewissen Strom. Machen gleich darunter. Und das ist dann natürlich I2, genau, weil wenn IL gleich I2 ist, dann heben sich diese beiden Terme natürlich auf und dann ist UL 0. So, I2. So, das wäre der Kurzschlussstrom. Was ist der Leerlaufstrom von dieser Schaltung? Die Leerlaufspannung, natürlich. Wenn ich diese Schaltung hier habe, ich betreibe sie im Leerlauf, das heißt, da draußen ist nichts. Welche Spannung sehe ich dann? Nach welcher Formel? Nach U ist R mal I, genau. Ich meine jetzt einfach hier, wenn man sich das anschaut, nicht? Und ich sage einfach, nach, bei der Schaltung, rechts ist nichts angeschlossen, dann sehe ich einfach, das ist mein I, das ist mein R, U ist R mal I. Das heißt, die Leerlaufspannung wird dann einfach I2 mal R2 sein. So. I2 mal R2 und das verbinde ich durch eine gerade Linie, weil wir haben ja durch diesen Koeffizientenvergleich gezeigt, dass wir es mit einer geraden Gleichung zu tun haben und ich versuche wieder eine gerade Linie hinzukriegen.
Naja, das war jetzt nicht ganz so gut. Aber was ist denn die Steigung von dieser geraden Linie? Minus R2, genau, mein K. So, wir vergleichen das Bild für die Spannungsquelle und das Bild für die Stromquelle. Und das schaut ziemlich gleich aus. Also wenn man sich jetzt überlegt bei der Spannungsquelle, kann ich durch Wahl von dem inneren Widerstand und der inneren Spannungsquelle, also von Wahl meines U1 und meines R1, jede beliebige lineare Funktion hier machen, jede beliebige Gerade. Ich kann mir hier einen beliebigen Punkt aussuchen und eine beliebige Steigung aussuchen. Und damit natürlich einen beliebigen Punkt, wo ich hier unten lande. Also man kann das relativ leicht rückwärts gleich rechnen. Wenn irgendjemand quasi so ein Diagramm zeichnet, ein UL, ein IL, also UL auf der Y, IL auf der X-Achse, und dann einfach hergeht, lineal irgendwie anlegt und einen Strich reinlegt, dann kann ich mir ausrechnen, welche Spannungsquelle brauche ich innen und welchen Innenwiderstand brauche ich, damit ich eine Quelle bekomme, die sich genauso verhält. Bei der Stromquelle ist es interessanterweise genauso. Also ich kann quasi das gleiche Bild, das jemand gezeichnet hat, nehmen und da eine Stromquelle dimensionieren. Indem ich einfach sage, okay, die Gerade, die der gezeichnet hat, die schneidet die IL, die X-Achse, an diesem Punkt hier. Ja, dann nehme ich das eben als meine innere Stromquelle und als Steigung nehme ich wieder diesen Widerstand. Das heißt, diese beiden Dinge sind absolut austauschbar. Weil ich zu jedem beliebigen Bild sowohl eine Spannungs- als auch eine Stromquelle dimensionieren kann. Und ich kann aus dem Bild, aus dem Verhalten, daher nicht sagen, ob die Innenbeschaltung eine Spannungsquelle ist oder eine Stromquelle. Das finde ich sehr interessant, dass das quasi austauschbare Konstrukte sind. Dass ich nicht von außen sagen kann, nur aufgrund dieses Verhaltens, ob das jetzt eine Spannungsquelle ist mit einem Innenwiderstand oder eine Stromquelle ist mit einem Innenwiderstand. Trotzdem sind die nicht völlig gleich. Bei der Spannungsquelle haben wir gesagt, die fühlt sich wohl im Leerlauf. Wo fühlt sich diese Schaltung wohl? Wo verbrate ich keine Energie an dem Innenwiderstand? Bei der Spannungsquelle haben wir gesagt, es ist blöd, wenn wir die ganze Energie im Innenwiderstand verbraten. Beim Kurzschluss, genau. Das klingt ja normalerweise völlig arg, da gibt es einen Teil, das liefert Energie. Wenn ich es kurzschluss, dann schließe ich es glücklich. Aber wenn ich es im Leerlauf betreibe, dann kann es explodieren. Aber Stromquellen verhalten sich genauso. Stromquellen fühlen sich wohl im Kurzschluss. Und das ist quasi das Mittel, an dem ich quasi erkennen kann, womit habe ich es zu tun. Wenn es was ist, wo ich sage, quasi der Ruhezustand der Schaltung ist der Kurzschluss, dann ist es eine Stromquelle. Und wenn ich sage, der Ruhezustand der Schaltung ist der Leerlauf, dann ist es eine Spannungsquelle. Und dann schaue ich mir halt diese Steigung hier an und kann dann sagen, okay, der Innenwiderstand ist so oder so und dann habe ich quasi entschlüsselt, welche Art der Schaltung es ist. Bei einer Spannungsquelle werde ich da idealerweise einen sehr, sehr kleinen oder sehr, sehr großen Innenwiderstand haben. Aber eine Spannungsquelle. Will ich das R1 ganz kleines oder will ich das R1 ganz großes? Da habe ich klein, irgendjemand hat groß gesagt. Klein. Wer ist für klein? Wer ist für groß? Klein gewinnt. Also da will ich einen ganz, ganz kleinen Innenwiderstand haben. Wie ist es bei der Stromquelle? Da will ich einen großen. Wo zeigt das Symbol, dass der R2 sehr groß sein soll? Du redest vom Innenwiderstand? Ja, von R2. Das ist der Innenwiderstand. Also er soll groß sein, dann ist es eine schöne Stromquelle. Aber warum? Weil
Stromquelle haben wir, wenn Strom fließen soll. Wenn R2 klein wäre, wird viel Strom da drinnen im Kreis fließen. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass da drinnen ganz wenig im Kreis fließt. Darum wollen wir eben ein großes R2 machen. Das Nette an diesen Schaltungen ist, wir haben im letzten Block uns angeschaut oder überlegt, was passiert, wenn ich Spannungs- und Stromquellen in Serie und parallel schalte. Und haben gesehen, da gibt es dann Dinge, da werden Sachen unendlich. Diese Dinge hier kann ich beliebig in Serie und parallel schalten. Da wird nie was unendlich. Also zum Teil kann sein, dass trotzdem große Ströme fließen, aber unendlich wird das nie werden. Und das ist das Schöne, warum das quasi so einen großen Schritt näher ist an den realen Quellen und warum man sie reale Quellen nennt. Weil eine reale Quelle, wenn ich die in Serie und parallel schalte, es kann sein, dass irgendwo ganz viel Leistung ist und dann fängt es an zum Rauchen, aber es ist nie so, dass das Universum aufhört zu stehen, weil es eine Floating Point Exception im Universum gibt, weil das einfach nicht mehr berechnet werden kann. Anders als wenn wir echte, quasi ideale Spannungs- und Stromquellen hätten, da würde quasi nach unserer Vorstellung wird das dann passieren. Okay. Eine Kleinigkeit möchte ich dazu noch überlegen. Bei der Spannungsquelle. So. Was haben wir gesagt, ist quasi das Bild für eine ideale Spannungsquelle? Wie ist die Kennlinie der idealen Spannungsquelle? Horizontale Linie. Ich zeichne das rot ein. So. Weil ich habe nur blau und rot. Achso, ich habe jetzt andere Farben bekommen. Und wir haben vorher gesagt, was wir wollen bei einer Spannungsquelle, dass der Widerstand, was? Klein oder groß? Ganz klein ist. Genau, und der Widerstandswert ist ja diese Steigung hier. Und wenn wir ein sehr kleines R machen, dann wird das immer flacher und flacher. Also je kleiner unser R ist, desto mehr ähnelt dieses Bild dem idealen Bild. Und hier ist natürlich das ideale Bild eine vertikale Linie, haben wir vorher schon gezeichnet. Und da wollen wir, dass eben dieses R sehr groß ist. Und je größer das R wird, desto mehr nähert sich quasi diese Kennlinie der Idealen. Ja? Was wäre konkret eine Stromquelle, wenn eine Batterie eine Spannungsquelle ist? Solarzellen. Solarzellen sind eher Stromquellen als Spannungsquellen. Na, die Speckdose ist mehr eine Wechselspannungsquelle als eine Wechselstrom. Also, sie liefert zwar viel Strom, aber sie fühlt sich wohl im Leerlauf. Die Steckdose fühlt sich nicht wohl im Kurzschluss. Aber es ist in der Tat so, dass man Stromquellen in der Praxis mehr suchen muss als Spannungsquellen. Also das meiste, was Energie liefert, entspricht im Wesentlichen der Spannungsquellen, aber gerade dann, wenn ich irgendwelche Solarzellen zum Beispiel, also wenn ich einen Halbleiter habe und der liefert mir dann Strom, dann kann man das öfter besser als Stromquelle modellieren. Oft ist es eher andersrum, dass man quasi ein Experiment hat und man sagt irgendwie, man will jetzt diesen Elektromagneten betreiben und wenn man einen Elektromagneten betreiben möchte, dann ist es praktisch, wenn man eine Stromquelle hat. Eine Spannungsquelle ist irgendwie nicht so gut dafür geeignet. Und dann überlegt man sich, wie man aus verschiedensten Bauteilen etwas bauen kann, was sich wie eine Stromquelle verhält. Aber die Dinge, die man quasi als natürliche Energiequellen so findet, also irgendwie Batterie oder Steckdose, was auch immer, die sind quasi eher an dem Spannungsquellenmodell als an dem Stromquellenmodell. Die fühlen sich alle im Leerlauf gut und im Kurzschluss fangen sie an zu rauchen. Und so, haben wir noch Diskussionen? So, diese Übung machen wir jetzt nicht. Wir haben uns heute Maxima uns angeschaut, das sollte jetzt nicht so schwer sein, dass man das da ausrechnet. Also das ist auch was Gutes für vielleicht die nächste Experimentiergruppe oder vor dem nächsten Kurs. Noch einmal als Wiederholung, dass man sich mal hinsetzt und sagt, man rechnet das. Wenn man es verstanden hat, hat man schnell gerechnet und wenn man es nicht verstanden hat, dann sieht man wahrscheinlich da sehr schnell daran, ach, das oder das sollte ich mir nochmal anschauen. Gut, Diskussion.
welche Schaltungen werden durch die Fälle U-Last ist 0 und U-Last ist I-Last ist 0 abgebildet. Haben im Grunde alles schon gerade gesagt, wir wiederholen es quasi jetzt. Was ist der Kurzschluss? U-Last ist 0 ist der Kurzschluss. Und I-Last ist 0, U-Last ist 0, genau, und I-Last ist 0 ist dann der Leerlauf. Wenn ich nichts angeschlossen habe, dann kann auch kein Strom fließen, weil da müsste ja was da sein, damit der Strom durchfließen sollte. Gut, wie ist das Verhalten der Schaltung in diesen Fällen zu erklären? Und das haben wir uns ja jetzt angeschaut. Was passiert, wenn der Last, wenn die Lastspannung negativ wird oder der Laststrom negativ wird? So. Also, wenn wir quasi in dem Bild da links rausgehen, dann wird der Laststrom negativ. Oder wenn wir da runtergehen, dann wird die Lastspannung negativ. Was passiert dann? Genau. Also wenn die Lastspannung negativ wird, genau. Unter 0, dann wird... Wenn der Laststrom unter 0 wird, dann steigt die Spannung über die Leerlaufspannung. Genau, wenn der Laststrom, ich wiederhole es, wenn der Laststrom negativ wird, dann steigt die Spannung sogar noch weiter als die Leerlaufspannung. Okay, und wann kann das passieren? Schauen wir uns vielleicht die Spannungsquelle an. Wann kann hier eine größere Spannung sein als da? Genau. Wenn ich diese Spannungsquelle mit einer anderen Spannungsquelle verbinde, wenn das hier eine 1 Volt Spannungsquelle ist, also mit einer Leerlaufspannung von 1 Volt, und dann nehme ich hier zum Beispiel eine 2 Volt Spannungsquelle mit einer Leerlaufspannung von 2 Volt, und sagen wir, die Innenwiderstände von den beiden sind gleich groß, dann werden die jeweils eine Lastspannung sehen von 1,5 Volt. Und für die 2 Volt Spannungsquelle ist das eben eine Lastspannung kleiner als ihre Leerlaufspannung, quasi üblicher Betrieb. Aber für diese Quelle ist es eine Leerlaufspannung größer als ihre Leerlaufspannung. Also wenn ich quasi Quellen miteinander verbinde, dann kann es sein, dass ich in diesem Diagramm in den zweiten oder dritten, zweiten oder vierten Quadranten gehen. Solange ich da nur einen Widerstand anhänge und dieser Widerstand positiv ist, weil wir vor 2 Monaten, glaube ich, mal kurz erwähnt haben, man kann mit Operationsverstärkern und so negative Widerstände bauen, dann bleiben wir im ersten Quadranten. So. Gibt es auch nicht lineare, reale Spannungs- und Stromquellen? Ah, Wechselstrom ist noch was Eigenes. Mit der komplexen Wechselstromrechnung schafft man es dann, dass Wechselstrom wieder linear sind. Aber naja, das Problem ist, wir schauen uns jetzt hier quasi immer Sachen an, die sich nicht zeitlich verändern. Und Wechselströme sind quasi inhärent zeitlich veränderlich, aber wenn man die komplexe Wechselstromrechnung verwendet und einen Phaser verwendet, um diese Größen auszudrücken, dann ist das alles auch wieder linear. Wir haben halt dann komplexe Spannungen, komplexe Ströme, aber das haben wir in mehreren Monaten, also wir haben noch Zeit bis dahin. So, haben wir noch ein Blatt? Nein, das ist das letzte Blatt. Ja, aber wir kommen damit, glaube ich, aus. Weil wir müssen dann immer schauen, ob die auf der Rückseite nicht durch sind. Ja, also der rote Stift zum Beispiel kommt da sehr gut durch. Schauen wir mal. Ja, aber die blauen, die sieht man gut. Also die beiden blauen. Ich glaube, eins weiter. Deine Schaltung so, dass der rote Stich ein Konstruktiv ist.
Ich glaube, ich gehe zwei weiter. So. Also. ILUL. Und wir haben jetzt gesagt, eine reale, lineare Spannungs- oder Stromquelle, das ist wurscht, schaut irgendwie so aus. Wenn das jetzt eine Batterie ist, dann schaut das nicht so aus. Sondern bei einer Batterie schaut das irgendwie eher so aus. Das ist keine Gerade. Und wenn diese Kennlinie keine Gerade ist, dann ist es nicht durch eine lineare Gleichung beschrieben, beschreibbar, und dann ist es auch keine lineare Quelle. Das heißt, wenn man quasi sowas hier modellieren möchte, dann ist dazu dieses Modell nicht geeignet, sondern dann muss man zu noch komplexeren Modellen greifen. Aber als erste Orientierung reichen diese linearen Quellen. Was mache ich denn, wenn ich sowas hier modellieren möchte, aber mich interessiert nur der Bereich von hier bis da? Genau, dann mache ich eine nähere ich nur diesen Abschnitt durch eine lineare Quelle. Aber dann muss man die Leerlauf spannend draufsetzen, oder? Genau, man muss die Leer und dann kommt eine Gerade raus, die quasi durch diese beiden Punkte kommt. Links und rechts von diesen beiden Punkten ist diese Gerade völlig absurd, eine ganz, ganz schlechte Näherung für dieses Ding. Also wenn man sich das anschaut, irgendwie, der hat dann da eine unglaublich große Leerlaufspannung und ja, der Kustostrom ist sogar halbwegs in der Gegend. Aber hier, das ist sogar eine gute Näherung. Also das macht man auch sehr häufig, wenn man quasi schon weiß, das Ding hat zwar eine nicht-lineare Kennlinie, aber in unserer Schaltung treten Ströme in diesem Bereich auf und nicht drüber und drunter, dann reicht es quasi, wenn in diesem kleinen Bereich das sich hinreichend gut durch eine Gerade nähern lässt. Dann können wir das wieder durch so eine Quelle modellieren. Und wenn man dann ein bisschen lustig ist, kann man den inneren Widerstand negativ setzen zum Beispiel. Ich weiß, das macht für eine reale Schaltung, ich baue das jetzt auf mit einem negativen Innenwiderstand, das macht wenig Sinn, aber wenn ich irgendein Bauteil habe und das Bauteil hat vielleicht hat irgendwie so eine Kennlinie, aber ich weiß irgendwie, naja, das ist der Bereich, der mich interessiert, dann habe ich irgendwie sowas da und das kann ich ja super modellieren, nicht? Da habe ich irgendwie hier eine negative Spannungsquelle, da habe ich einen negativen Widerstand und da eine positive Steigung. Das macht keinen echten Sinn, als ich baue das jetzt auf aus Bauteilen, aber damit ich meine Berechnung zu einem Ziel führe und ich diesen Bereich richtig quasi modelliere, ist das völlig hinreichend. Also da, ja, so kann man sich eben helfen bei nicht linearen Spannungs- und Stromquellen, sondern bei allen nicht linearen Bauteilen, wenn ich schon mal quasi weiß, ich brauche nur einen kleinen Bereich und da drinnen lässt sich es eh wieder gut durch eine Gerade approximieren. Naja, und diese Gerade geht nicht durch Null, nicht durch diesen Nullpunkt. Dann weiß ich schon, zu dieser Approximation, da brauche ich irgendeine Energiequelle da drinnen und dann modelliere ich das halt durch eine lineare Quelle. Mit eben zum Teil negativen Innenwiderständen und solchen anderen Überraschungen. Gut, damit hätten wir diese beiden Diskussionspunkte auch erledigt. Fragen für heute? Gibt es da eine Konvention, was normalerweise auf der Abszisse und was auf der Ordinate ist, ob die Spannung oder der Strom? Das hängt ganz davon ab, was du dir anschaust. Also wenn man zum Beispiel eine Diode charakterisiert, dann würde man immer auf der X-Achse die Spannung und auf der Y-Achse den Strom auftragen. Aber für diese Anwendung ist es andersrum sinnvoll, weil wir dann eben hier den Widerstandswert haben und nicht den Leitwert als Steigung. Und aus diesen Überlegungen heraus wählt man dann entweder das eine oder das andere Bild. Sonst Fragen? Gut, ich glaube, dann war es das für heute. Wir sehen uns dann.